Moin, moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist kurz vor 6 Uhr an einem Montag und ich habe mir gedacht, ich bin Evach, kannst du mal eben ein kurzes Video drehen? Ja, warum soll es hier in diesem Video gehen? Erstmal um einen Kommentar zu die Reise zu den Sternen. Da schrieb der Master Gamers, du bist doch kein Kind. Warum gehst du zu Kids on Ice? Erstmal, das heißt Kids on Ice Anjas Tanzschule. Das bedeutet, das sind Kinder zwischen 3 und 33 Jahre alt. Da gibt es einen Sänger, der studiert hat, Musik, der 15 Lieder live gesungen hat. Dann ist es eine dreistündige Show. Also schon nichts Kleines mehr. Und es heißt zwar Kids on Ice, ist aber eine sehr schöne Veranstaltung, gibt es jetzt auch schon seit 36 Jahren alt. Das heißt, eine sehr schöne Tradition. Und ja, das wollte ich hier mal einfach ansprechen, weil es war mir einfach wichtig, Master Gamers, du wirst es sicherlich sehen, dieses Video. Ja, wann war ich zurück nach Kids on Ice? Wie einige mitbekommen haben, habe ich ja in Dienstlagen am Bahnhof festgesessen, da es ja ganz stark geregnet hat. Stellwerkstörung in Duisburg. Ja, so wie gesagt, 12:45, 1 Uhr war ich zu Hause in Köln-Merkenich und war dann richtig müde. Es war ein sehr schöner Abend. Ich habe es richtig genossen, die Idee mit dem Block C, einen VIP-Block rauszumachen, mit Sektempfang, dies, das, fand ich eine sehr schöne Idee. Hatte natürlich zufällig Glück. Ich habe am ersten Tag gebucht und am dritten Tag kam es raus, dass Block C ein VIP-Block ist. Eine sehr schöne Sache. Das war auch der teuerste Block. Heißt nicht, dass YouTube Money regelt, aber es war wirklich schön. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Hashtag nur Werbung for Kids on Ice. Also muss echt sagen, schöne Sache. Ja, dann habe ich auch viele Zustimmung bekommen von vielen Abonnenten, wie zum Beispiel von Leon Zwick, Horrorküken, Maurice Sando. Dann schrieb Horrorküken auch, als ich komplett nass am Dienstag am Bahnhof stehe, leider verpasst. Sie meint den Livestream, ja, der Regen nervt manchmal. Ich mag Regen, aber abends im Dunkel ist doof. Und wenn dann noch warten. Also ich liebe ja normalerweise Verspätung, aber nicht in dem Falle. Wer ist jetzt 30 Grad draußen, schönes Wetter am Bahnhof, denn in den Siedzangen fahren ICEs und Güterzüge durch. Als ich am Düsseldorfer Flughafen stand, fuhren da auch Güterzüge durch. Das fand ich schon richtig schön. Auf den beiden Hochgeschwindigkeitsgleisen in der Mitte, wo ich dann auch den IC3 gefilmt habe. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Ich möchte mich bedanken, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst, Like nach oben, in die anderen Playlists reinschaut, Fluchhelfen, Tänze, Schützenfest, Choreo. Achso, das wollte ich noch sagen. Ich hatte in dem Video an dem Reisevlog ja gesagt, ich hätte 28 Aufrufe auf die Choreo, Schützenfest, Choreo. Es sind natürlich 28.000. Das ist natürlich ein Unterschied. Bis jetzt ist es noch keinem aufgefallen, aber Versprecher ist auch mal schön. Vielleicht gibt es davon ein Outtake-Video. Ich würde jetzt sagen, wünsche euch einen schönen Wochenanfang. Ciao mit Frau Robin. Macht's gut, wenn es wieder heißt Let's Talk mit Robin.